Friedrichs werden nicht nur Sonder- und Spezialfahrzeuge gebaut, sie werden auch getestet. So wie am Beispiel des Toyota Land Cruiser 200, der umfangreichen Tests unterzogen wurde. Im Vergleich das ca. 4 Tonnen schwere gepanzerte Fahrzeug und das ungepanzerte Serienfahrzeug mit ca. 2,6 Tonnen. Wo liegen die Fallstricke bei der Panzerung? Wie können sie vermieden werden? Wo kann optimiert werden? Wir haben eine gute Gelegenheit genutzt. Wir haben zwei nette Studenten kennengelernt, die an der University of Applied Sciences in Frankfurt studieren. Und für ihre Bachelorarbeit benötigen sie auch Praxisarbeiten. Und beide Studenten haben sich bei uns beworben gehabt. Und das war dann quasi für uns eine Win-Win-Situation. Wir können beiden Studenten helfen, die Praxisarbeit an interessanten Aufgaben zu erfüllen. Und wir partizipieren davon, dass wir die Ergebnisse sehr gut für unsere Entwicklung der gepanzerten Fahrzeuge gebrauchen können. Schwerpunktmäßig ging es bei den Tests um zwei Themen. In erster Linie sollte die Fahrdynamik beider Fahrzeuge miteinander verglichen werden. Dazu zählten Beschleunigungsmessungen und Bremstests. Karl Friedrichs panzert nicht nur Fahrzeuge, es werden unter anderem auch Bremsanlage, Fahrwerk und Co. optimiert. Hierfür verlässliche Aussagen zu haben, ist enorm wichtig. Durchgeführt wurden die Tests im Raum Frankfurt. Die Ausrollversuche fanden von 120 auf 20 km/h statt. Für die Beschleunigungsmessung wurde geprüft, wie schnell das Fahrzeug auf 100 km/h beschleunigt. Die Bremstests wurden mit einer Gefahrenbremsung bei 100 km/h und mit einem maximalen Druck von durchschnittlich 500 Newton ausgeführt, sowohl mit als auch ohne Bremskraftverstärker. Zum Einsatz kamen unterschiedliche Messvorrichtungen. Wichtig war von vornherein, dass die Tests unter Alltagsbedingungen und nicht unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Der andere Punkt ist dann mehr so auch dann theoretisch basierend, dass man den Höhenschwerpunkt des Fahrzeuges ermittelt im Vergleich zum Serienfahrzeug, weil durch das Einbau der Panzermaterialien und auch der Panzerglas und der Schwerpunkt natürlich nach oben wandert. Natürlich dann auch dann relativ statische Sachen wie das Gewicht, die Gewichtszunahme, die einzelnen Achslasten und Schwerpunktlage nochmal abgestimmt, sodass wir quasi dann alle Daten fundiert jetzt zur Verfügung stehen haben. Die Tests haben Interessantes zutage gefördert. Das gepanzerte Fahrzeug ist inklusive Insassen ca. 1,9 Tonnen schwerer als sein ungepanzertes Pendant. Dennoch haben die Bremstests ergeben, dass selbst bei ausgefallenem Bremskraftverstärker sämtliche Normen eingehalten wurden. Und das Fahrzeug bremste sogar stärker, als es eigentlich sollte. Die Beschleunigungstests ergaben, dass das Fahrzeug zwar langsamer beschleunigt, das Sicherheitsgefühl durch das allgemeine Empfinden im Fahrzeug gleichzeitig sehr stark gestiegen ist. Trotz des höheren Gewichts ist der Kippwinkel nahezu unverändert. Die Schwerpunktverlagerung des Fahrzeugs findet nach hinten statt. Wir danken den Studenten für ihren Einsatz, auch meinen Mitarbeitern für die Vorbereitung der Fahrzeuge. Und ich denke, so haben wir eine Win-Win-Situation. Die Studenten haben die Praxisarbeit für ihre Bachelorarbeit gut vorbereiten können. Und wir partizipieren von diesen guten Ergebnissen für unsere zukünftige Entwicklung und Konstruktion von Sonderfahrzeugen.